Schnauzer und Pinscher sind eigentlich derselbe Rassetyp, und zwar einer der ältesten deutschen. Auch das Zusammentreiben von großen Herden oder das Begleiten und Bewachen von Fuhrwerken gehörte zu seinen Aufgaben. Durch diese Einsätze wurden die Schnauzer und Pinscher an Lärm und Hektik und an den Kontakt zu vielen Menschen gewöhnt und dadurch geformt zu nervenstarken, sehr ausdauernden, wetterfesten und belastbaren Hunden. Als Dienst- und Familienhunde waren sie deshalb weit verbreitet und so beliebt, dass sie vielfach in zeitgenössischen Bildern verewigt wurden. Zum Beispiel durch die mittelalterlichen Maler Jan van Eyck und Albrecht Dürer. Lange Zeit wurden diese Hunde alle Pinscher genannt. Man unterschied lediglich, ob sie rauhaarig oder glatthaarig waren. Der rauhaarige Pinscher, also unser heutiger Schnauzer, war dabei vorherrschend. Der Affenpinscher mit dem FCI-Standard Nummer 186 ist aus dem rauhaarigen Pinscher hervorgegangen. Seine Widerristhöhe beträgt lediglich 25 bis 30 cm bei einem Gewicht von 4 bis 6 Kilogramm. Der Affenpinscher wirkt klein und kompakt. Die Fellfärbung des Affenpinschers ist einfarbig, schwarz mit schwarzer Unterwolle. Er hat eine eher kugelige Schädelform. Das harte, abstehende Kopfhaar bildet den typischen affenartigen Gesamteindruck des Gesichts, mit buschigen Augenbrauen und stattlichem Bart. Er hat einen leichten Trippelgang, aber dennoch gelöst und flüssig.